Hey, yo und herzlich willkommen zum Karrieremodus von UFC 4. Ich würde sagen, gehen wir direkt mal rein. Habe ich richtig Bock drauf. Problem ist halt nur, dass es diesen Monat finanziell eigentlich gar nicht reingepasst hätte. Doch, die sind wir hier. Wir kämpfen für Ruhm und Ehre. Und auch ein bisschen Bargeld, um die Rechnung bezahlen. Die Reha zum Beispiel, will ich die Fresse voll kriegen. Yo! Hallo? Jemand zu Hause? Was ist? Träumst du schon wieder? Wie oft du wohl schon auf diese Wand gestarrt hast. Erinnerst du dich? Ich habe immer an dich geglaubt. Ja, ich mag die Tapete. Jetzt ist es soweit. Dein UFC-Debüt steht kurz bevor. Okay, die UFC Promo Crew ist da, die machen gleich ein Interview. Ein paar Minuten, aber zuerst musst du noch dieses Formular ausfüllen: Größe, Gewicht, Spitzname. Ja, ich kann es so sagen: Wie mit Buster Briggs, groß, schwer. So, ich hab natürlich schon Kämpfe bearbeitet. Müsste auch noch wissen. Ach, Option weiter. So, ich habe extra für UFC, für meine UFC-Karriere abgespeckt. Okay. Denn es geht nur maximal bis 120 Frage, Kilo. Bevor es losgeht, also inoffiziell sozusagen. Oh. Ich habe gehört, dass es eine interessante Geschichte gibt, wie ihr zwei euch kennengelernt habt. Hey, wer will von deinem ersten Kampf hören? Das wurde mir so erzählt. Erzähl's mir nicht. Du hast es, wenn ich die Story erzähle. Aber Mann, ich werde nie vergessen, wie ich den Jungen zum ersten Mal sah. Er musste brutal einstecken. Sah aus wie ein Zombie. Hungrig war den Tag auch. Amateurkämpfe, die überall hinten wieder stattfinden. Man sieht's im Hintergrund schon. Ich hab die Karriereleiter gleich mitgebracht. Er fiel mir auf, weil sein Auge echt übel aussah. Total zugeschwollen. Der Kampf, das ist mein Gesicht, ich sehe immer so aus. Sie hatten beide nicht annähernd die gleiche Erfahrung. Zwei Runden lang gab es nur auf die Fresse. Verstehst du? Die hätten den Kampf eigentlich zu jedem Zeitpunkt abbrechen können. Und dann, Ding, dritte Runde. Und der Kerl hier geht immer noch voll drauf. Lässt nicht nach, als ob er noch eine Chance gehabt hätte. Aber die hatte er nicht. No way. Drei Runden würde ich gar nicht überleben. Wo ich halt richtig schlecht bin, ist Defense. Hat den gerade in die Eier getreten? Wie? Komm, stell ich mich so an. Mit vom Käfig. Das passiert, deswegen kicke ich eigentlich nie. Immer das passiert. Komm. Ich stand schon mit Leuten im Ring, die waren größer und schwerer.
Komm, Pummel, hoch. Ja, so ist das mit uns Dicken. Wenn wir liegen, dann liegen wir. Jawohl, wieder alles offen. Komm, mach irgendwas Sinnvolles. Kann man den ersten Kampf überhaupt gewinnen? So eine Story von irgendwelchen Vollprofis, die du findest und die schon immer alle umgehauen haben. Nein. Nein. Ich habe jemanden gesehen mit Herz. Und das kommt echt nicht oft vor. Das ist alles. Der Kampfeswille von Briggs kommt daher, dass seine Eltern ihn als Kind im Wald ausgesetzt haben, weil er einfach zu viel gefressen hat. Und da wurde er von einer Biberfamilie großgezogen und da hat er das harte Arbeiten gelernt. Er baute schon mit 6 Jahren die größten Dämme. Jetzt möchtest du eine neue Karriere in UFC starten? Ja, natürlich. Die Schwierigkeit erhöht sich leicht, da du auf bessere Gegnerinnen bzw. Gegner triffst. Ja, ich will starten. So, spielen wir auf Mittel. Schwer, Legende. Legende zerfetzt mir das Nervenkostüm. Ich versuche es erstmal auf schwer. Und nun heißt es Essen, Beten, Vitamine. Mindestens eins von drei werde ich auf jeden Fall erfüllen. Unser erster Vertrag. 13.000 für eine Teilnahme. Dafür dürfte mich jeder schlagen für 13.000. Und 13.000 für den Sieg. Vertragsboni. Beende 3 Kämpfe ohne Verletzung kann ich noch nicht versprechen. Nimm das erste Kampfangebot an, das du erhältst. Schließe diesen Vertrag ab, ohne dabei Kampfangebote abzulehnen. 25.000 kriege ich dafür und plus 5% Beliebtheit. Kein Problem. Ich boxe jeden, den ihr mir vor die Linse setzt. Hey, Bill Bastard, wir haben gerade erst einen UFC-Vertrag unterzeichnet und schon schreit jemand nach dir. Kian Burns will dich anscheinend willkommen heißen. Die UFC will den Kampf auf die Beine stellen und hat uns ein Angebot zugeschickt. Was hältst du davon? Ich bin nicht hier, um mir gleich Feinde zu machen. Ich muss noch viel lernen, will mir die Kamera-Beziehung verbessern. Ich habe noch nie von den Penner gehört, aber ich kann dir mal auf den sozialen Medien anhauen. Also freundlich ist schon mal gar nicht unser Ding und ich habe tatsächlich noch nie von ihm gehört. Irgendwie von UFC nicht ganz so viel Ahnung. Profi-Wrestling kenne ich mich aus. Kian Burns. So, mal gucken, Kampfangebot. Was hat er für uns? Kian Burns. Deine Startfitness Mittel. Ha, richtiger Killer. Maximal Trainingslagerdauer 4 Wochen. Die müssten reichen. Die 4 Wochen nehme ich mir auch. Ich würde sagen, wir starten das Ding mit einem Knall. Aber der größte Knall nützt halt nichts, wenn es keiner sieht. Deswegen machen wir erstmal ein bisschen Werbung. So, Social Media Post.
Und eine Prognose. Ich würde sagen, Knockout in der ersten Runde. Ich habe nicht die Kondition für eine zweite Runde. So, wollen wir gucken. Social Media. Das klingt jetzt vielleicht grausam, aber ich habe kein Problem damit, Briggs Bastard nach unserem Kampf wieder zurück zu den Amateuren zu schicken. Er sollte sich mehr um seine eigene Zukunft sorgen. Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. So. Block of Strikes, da bin ich nicht so wirklich gut drin. Lande Overheads, das kriege ich hin. 5 Jahre nichts anderes gemacht. Overheads und Füße ziehen. Gib alles, okay? Ich will deine härtesten Schläge sehen. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Und los! Ja, wenn du meinst, dass Hübschi das aushält. Spinning Backfist, kann ich doch überhaupt nicht, oder? Kann ich Spinning Backfist? Ja, Junge, das war ein schöner Treffer. Versuche mich einfach im Training nicht zu verletzen. Au! Warum trägt er eigentlich keinen Kopfschutz? Das ist doch gefährlich. Hier ist schon nicht das schönste Gesicht und dann auch noch sowas. Was sagst du? Das war mein erstes Training, Kollege. Was ist denn los mit dir? So, plus 6 Technikentwicklung. Aktuelle Fitness immer noch mittel. Und die kriege ich ja in den 4 Wochen auf hoch. So, was sag ich denn? Jetzt habe ich noch 10 Punkte. Sponsoring-Verträge. Freddy Spaghetti. Und Rage and Realtors. Ich weiß nicht, was Realtors sind. Ich bleibe in Spaghetti, die kenne ich wenigstens. So. Gehen wir mal in die nächste Woche. Und verursachen noch ein bisschen Hype. All you can eat Buffet. Was ist denn los jetzt? Freddy veranstaltet eine neue Aktion an jedem Sonntagabend und will, dass du darüber postest. Teilnehmen will ich. All you can eat. Ich will eine Einladung kriegen. Kann seinen Laden gleich zumachen. So, zweite Woche verbringe ich einfach mal mit Theorie. Ein Kickboxer. Sollte ich da als Boxer eventuell mir Sorgen machen müssen? So, kann ich mir hier noch Beziehung verbessern? Spinning Sidekick, Superman Jab. Snapjab, Looping Cross. Ja, vielleicht eigne ich mir einen Superman-Jab an. Zur nächsten Woche. So, sollte ich vielleicht doch noch was für die Fitness tun?
Lande beliebige Angriffe. Das kriege ich hin. Gib alles, okay? Ich will deine härtesten Schläge sehen. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Und los! Gute Kombo, Junge. Weiter so. Immer ins Gesicht. Saustark, Mann. Genau so will ich das sehen von dir. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, Defense ist nicht so ganz mein Ding. Wieder mit brachialer Gewalt rein. Wieder mit erhobener Hand wieder raus. Schöne Treffer. Gut so. Ist halt krass, wie viel Vorbereitung MMA eigentlich auch braucht. Für einen Kampf, der vielleicht manchmal 30 Sekunden dauert. Ja, sicher, leichte Verletzung. So will ich das sehen von dir. Du bist gefeuert! Vielleicht sollte ich auch erstmal meine Körperattribute verbessern gleich. Dass das Ganze vielleicht mal ein bisschen stabiler ausgeht. Du hast eine Verletzung erlitten, die deine Attribute reduziert hat. Behandeln wir die Sache mal. Benommen, Eisbeutel auflegen. 5000! Was ist das für Eis, Alter? Hat das irgendwer zu Fuß am Nordpol geholt? Ein Eis, ein Minimehl kriege ich für 50 Cent. Das kann ich mir am Kopf halten. So, Social Media Post. Irgendwie interessiert sich niemand für den Kampf. Jetzt soll ich noch jemanden einladen, vielleicht mal Technik zulegen. Das alles 50? Ja, ich habe nur 40. Kacke. Kacke. Muay Thai. Ring kann ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Bin ich, glaube ich, zu blöd für. Kontakt-Kombos. Dann bin ich noch ein bisschen mit dem Muay Thai, Heini. Ich kenne Muay Thai nur als was zu trinken. Brauchst du das richtige Timing? Wenn dein Moment gekommen ist, musst du drauf. So, das war ja einfach. Geil gemacht. Das will ich sehen. Du bist auch nicht gerade in Form, Kollege. Ja, Junge, das war ein schöner Treffer. So. Ich denke, ich bin top vorbereitet. Obwohl ich noch 2 Wochen habe, glaube ich. Ein Strittel als ein Kopf, das tut doch weh. Beim Kampfstil mache ich es auch nicht lange in der UFC. Hammermäßige Kombo. Teile solche Treffer im Kampf aus und alle werden dich fürchten.
War jetzt nicht ganz so beeindruckend, ne? Aber wir bleiben dran. Ich hab 16 Fans. 16 Fans. Sehen wir mal durch. 4 Kaninchen. Mutter, Vater. 2 Geschwister. Großeltern, 4 Stück. Oh, wir kommen locker auf 16. Oh. Noch ein paar Zweitprofile, mit denen ich mir selbst folge. So, Hype. Hype ist im Moment am wichtigsten, glaube ich. Eigenwerbung, Social Media. Ein bisschen Sparring. Locke Strikes. Druck machst, ja? Warte auf deine Gelegenheit und dann geh drauf, okay? Perfekter Block! Sau stark, Mann! Genau so! So, jetzt auch Overhead! Mensch, ich komme aus dem Wrestling, ich mach 3 Schläge! Bleib stehen jetzt! Eigentlich auch ziemlich vorhersehbar ist, wie ich mal zugeben muss. Komm schon, bleib in Bewegung. Los! Komm raus da. Stufe 2. Ich glaube, das wird so meine Knockout-Aktion. Vorerst. Schöne Punch. Sehr präzise. Bis ich was Besseres finde. Mit der Faust kannst du halt auch schon mal ordentlich was anrichten. So, du hast eine Verletzung erlitten. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Trainingspartner. Nackenmassage, 15.000. Und wenn die Alte angezogen bleibt, was kostet mich dann? Das ist alles viel zu teuer. So, kann ich nichts leisten, armes Schwein. Hier höchstens noch Vulkan, Özdemir, Crane Kick, Lead Axe Kick, Spinning Kick. Ist rausgeschmissenes Geld oder nicht? Aber was soll ich sonst machen mit den 35 Punkten? So, das war übrigens meine letzte Woche. Fällt mir gerade mal auf. Woche simulieren. Falsche, da bin ich hin, Kampfentwicklung. Mal gucken, ob wir nicht ein bisschen Statuspunkte dazu kriegen. Kick, 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 Punch. Was haben wir hier? Kinnstärke. Ja, weil mir immer ins Gesicht gehauen wird. Ausdauer nochmal. Jetzt habe ich noch 14. Was kriege ich denn dabei? Punch-Geschwindigkeit, Punch-Härte. Fäuste wie ein Vorschlaghammer. Schwer und langsam.
Ich denke, ein Knockout in der ersten Runde ist schon realistisch. Jetzt steht in der UFC ein Schwergewichtskampf auf dem Programm. Die Freunde toller Schlagtechniken dürfen sich schon so auf einen Leckerbissen freuen, denn der ist wirklich einer der Besten, was das angeht. Mal schauen, wie sein Gegner damit umgehen wird. Zwölf Kämpfe in Folge gewonnen. Ja, dann endet die Serie endet mal. Dann ist es jetzt vorbei. Ein toller Moment ist das für ihn natürlich. Er feiert hier seine Premiere in der UFC. Er feiert seine Premiere auf absolutem Weltklasse. Ursprünglich komme ich tatsächlich aus Eschwegen. Kann steht wiederum auf einem ganz anderen Blatt. Aber kleines Bauerndorf in Nordhessen. Eine tolle Karriere. Keine Ahnung, wieso das da ist. Schauen wir mal, ob er sich heute durchsetzen kann. Was mich an ihm am meisten beeindruckt, ist sein Kinn aus Stahl. Er hält einfach sämtlichen Schlägen stand. Er hält alles aus, egal was da kommt. Und dann, wenn der Gegner müde geworden ist, gewinnt er die Oberhand. Genau so ist es. Wenn er nicht zuerst müde wird. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Schwergewichtsfight. Wenn wir uns das Alter beider Kämpfer anschauen, müssen wir festhalten, doch schon ein ziemlicher Unterschied. Und beide mit ähnlicher Größe und Reichweite. Bruce Buffer kommt jetzt mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 19 wins, no losses. He stands 64 inches tall. 19-0, wir hatten 12 Kämpfe in Folge gewonnen. New York, New York, Ghost Dog. Er stand doch eben 12 Kämpfe in Folge gewonnen. Nein, ich kämpfe aus Eschwege, für Eschwege. Würde ich mir nicht mal die Socken anziehen. Der Biene Bastard, das Ekel aus Eschwege. Boom. Für ihn ist es heute das Debüt in der UFC und die Erwartungen, ja, die sind natürlich durchaus enorm. Bleib stehen! Ich muss vorsichtig sein mit der Ausdauer, ich darf mit der Ausdauer nicht so asen. Ja, schöner Treffer, da war der Punch. Da kann er einige Schläge zum Kopf setzen. Ja, wirklich eine exzellente Kombination, die er jetzt zeigt. Aber sein Gegner macht es ihm ja auch zu einfach. Die rechte Oberhand war zu ungenau. Er zeigt hier einen wunderschönen Doppeljab. Ja, das hat er super gemacht. Deswegen steht er ja auch noch, weil er ungenau war. Erfolgloser Versuch mit der rechten. Wir befinden uns hier noch früh im Kampf und sehen schon den ersten Klick. Ich denke, er versucht dadurch zu verhindern, dass sein Gegner hier schnell so. Ein, zwei, ja, komm, lass mich los. Du drauf, komm. Schöner linker Haken, rechter Haken. Jetzt gilt es für Angelhaken. Seinen Kopf zu schützen. Ja, aber auch am Körper sollte er besser nicht allzu viele Treffer zulassen. So. Er trifft mit der rechten. Er hat einen Cut über dem Auge. Ja, ich oder er? Jetzt muss sein Gegner aufpassen. Der nächste Schlag, der trifft. Er zeigt hier eine unglaubliche Präzision. Viele Punches hier von ihm. Und damit ermüdet er hier seinen Gegner. Da ist er, da liegt er. Komm, drauf. Utsch, die rechte hat gesessen. Ja, wie? Das hat er sehr gut gemacht. Wenn dir die Kraft ausgeht, ist das ein riesiges Problem. Ja, hat man hier bei diesem Treffer auch gesehen. Ich glaube, er blutet. Meine Arme sind ganz rot. Jab und nochmal Jab. Wunderbar gemacht von ihm hier.
Ich möchte halt das erste Debütmatch nicht verlieren. Da war der Jab wieder. Debütmatches sind die ersten Eindrücke. Es gibt nur eins. Komm, drauf! Gib ihm! Warum schlägst du so langsam? Ja, Wechsel der Auslage. Ja, Pass in die Full Guard. Ja, er ist wieder da. Scheiße. Bei dem Haken hat ich glaube, meine Technik ist, meine Taktik ist offensichtlich, oder? Und wieder ein Punch. Ha, ein Überraschungskick. Noch eins. Ja, bist du überrascht, was? Na ja. 170 Kilo purer Muskel. Also 120 in dem Spiel. Nein, kein guter Jab. Schöner Treffer jetzt mit diesem Kick. Und noch ein Kick. Ha, reingelegt. Den Kick blockt er. Noch klingen. Ja, starke Rechte, aber nicht genau genug. Ein schöner Schlag von ihm. Ja, der hat gut getroffen. Ja, da war der Jab wieder. Also das ist schon fast sowas wie ein Gesetz in den Mixed Martial Arts. Wer Jab sagt, muss auch Jab sagen. Das hast du schön gesagt. Aber, ja, scheint ein MMA-Witz zu sein, verstehen wir. Starker Diving-Punch von Pop, der hat weh getan. Ja! Das war's. Da liegt er! Klarer als in diesem Kampf kann ein technischer K.O. kaum ausfallen. Der Bearded Bastard, ich hab's gewusst! Dominiert und Runde 1, raus! Da musste der Ringrichter abbrechen. Mit diesem Treffer kommt es dazu... Ihn schmückt das Blut seiner Feinde! Hier der Knockdown in einer anderen Einstellung. Wobei ich sagen muss, das hatte mit Talent wenig zu tun. Ich muss vielleicht doch ein bisschen mehr an der Technik arbeiten. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Komm, Bruce. Ladies and gentlemen, Referee Dan Bergliani has called a stop to this contest at 3 minutes, 51 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout. Ja, hier haben wir ihn, den Mann des Abends. Der Sieger des heutigen Kampfes, und zwar durch K.O. Ja, das ja. War ein toller K.O. Er feiert sich was ein toller K.O. absolut zurecht. Kieran Burns wollte mich in der UFC willkommen heißen und ich habe mich auf Bastardart vorgestellt. Guten Tag, ich bin Briggs. So, 18.900 Flocken habe ich gekriegt. Ein paar Fans. Die Langlebigkeit um 1% gesunken. Ich will ein bisschen stabiler machen. Wir müssen uns ein bisschen stabiler machen. So. Haben wir uns jetzt... Haben wir der MMA einen Eindruck vermittelt, was alles möglich ist? Ein Sieg! Ungeschlagen in der UFC! Ungeschlagen! Ibrahim Lam! Hype sehr niedrig, Startfitness niedrig. Ich kann ja nicht ablehnen, ich habe ja noch diesen anderen Vertrag. Den Can't Say No Vertrag. Gleich schwer, also virtuell gleich schwer. Reichweite habe ich, glaube ich, 1,93 Meter, ne? Der ist ein bisschen größer als ich. Ungefähr gleich alt.
gucken, ob wir die 5 Wochen nicht sinnvoll investieren können. Das ist meine Prognose. Knockout in der ersten Runde. Ohne Zweifel. All you can eat. Schon wieder nur ein Post. Keiner sagt, Briggs, komm mal zum Essen vorbei. Sparring. Landekombinationen. Dann kann ich gleich meine Haken ein bisschen verbessern. Linker Haken, rechter Haken, klarer Haken. Alles dabei. Harte und präzise Treffer. Hau alles raus. Zeig mir, was du kannst. Richtig so. Hey, klasse gemacht. Ich bin stolz auf dich. Jetzt soll ich bis auf meinen Kopf aufpassen. Du bist nicht aktiv genug. Damit ich mir auch in einem halben Jahr noch selbst den Arsch abwischen kann. Deine Treffer sind genial! Super! Danke! Seine aber auch! Es wird besser, wenn meine Fäustchen ein bisschen schneller werden. Ja, wenn du so weitermachst, hält dich bald keiner mehr auf. So, dies war Woche 1. So, Spieler hat mal gucken, da wird die Challenge abgeschlossen. Kämpfe erwischt. Gewinne Kämpfe durch Knockout. Tag und Nacht. Wobei ich ehrlich gesagt Submission bevorzugen würde. Weil du deinen Gegner halt bewusst bringst, dazu zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr und ich sollte bestimmt auch nicht mehr. So, Fitness niedrig. Lande geraden. Ich brauche unbedingt noch ein paar Statuspunkte für den nächsten Kampf. Das war jetzt alles ein bisschen zu weich. Ja, ich will harte und präzise Treffer. Hau alles raus. Zeig mir, was du kannst. Die Defense nämlich scheiße ist, muss der Körper das schon aushalten. Gute Kombo, Junge. Weiter so. Ja, das wollte ich sehen. Klasse. Wenn ich nämlich Schaden absorbieren kann, brauche ich mich auch nicht mehr so oft verteidigen und kann besser offensiv und aggressiv reingehen. Denk daran, aktiv zu bleiben. Haha! Na Junge, was hast du jetzt davon? Ich nicht langsam einen Statuspunkt für meinen Overhand. Noch 30. Wieso eigentlich Overhand? Ich dachte immer, der ist Overhead. Na, einkaufen. Wenn du so weitermachst,
Einer geht noch. Du musst online mit einem EA-Server verbunden sein. Geh mir nicht auf den Keks. Ich weiß nicht, warum die Verbindung jetzt weg ist. Aber wenn EA mich nicht will, will ich EA auch nicht. So. Fitness kriege ich auch die nächsten 3 Wochen noch auf Top. Kann ich erstmal gucken, was Ibrahim so anzubieten hat. Wenigstens seinen Stil hätte ich gerne nochmal gewusst. Stil wäre vielleicht wichtig. So, sehen wir mal nach. Was hat er denn? Boxer! Das ist gut. Dann kommt er nämlich in Reichweite. Woche simulieren. So, jetzt muss noch was für die Fitness her. Punches zum Körper. Ja, für 10 Punkte gehe ich auch gerne mal auf Körper. Gib alles, okay? Ich will deine härtesten Schläge sehen. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Und los! Die Kombo hat gesessen. Stark! Wie soll ich ihn das schaffen? Haben wir jetzt mal noch verraten? Jawohl, lass dich in den Bauch hauen! Sau stark, Mann. So, geht doch. Jetzt können wir ein bisschen rumkaspern. Los, los, los! Seine Treffer sind genial! Super! Ich brauche nämlich die Punkte. Die Punkte bringen nämlich Siege. Die Siege bringen Geld. Mit dem Geld kann ich hier raus aus diesem Drecksghetto und zurück nach Eschwege. So, bevor ich erschossen werde an irgendeiner Ampel. Ja, wenn du so weitermachst, hält dich bald keiner mehr auf. Ja, nicht mehr anzeigen, ich weiß es. Ich weiß es. Wir sind jung, wir sind heiß, wir sind gut aussehend. Von mir aus kann der Kampf eigentlich nächste Woche schon losgehen. Bevor ich mich noch ein bisschen um Fitness kümmere, kümmere ich mich erstmal um den Hype. Ich hätte nämlich wirklich gerne noch auf Mittel, mindestens. So, noch ein bisschen freundlich sein zu ihm. Ich kriege dann einen schönen Rabatt. Jetzt. Komme ich jetzt mit einer Technik? Komme ich jetzt mit einer Technik auf Top Fitness? Glaub nicht, ne? Glaub nicht. Will auch nichts riskieren jetzt. Führe einen Angriff zum Körper aus. Hab ich gar keine Lust zu, wenn ich ehrlich sein soll. Dann hätte ich noch 30 Punkte. Ja, ich brauche die Punkte.
um mir auch virtuell das Kinn aus Stahl zuzulegen. Voll Gesicht wie ein Sandsack. Harte und präzise Treffer. Hau alles raus. Zeig mir, was du kannst. Ja, ist gut. Die Kombo hat gesessen. Stark. Toll. So viel zum Gesicht aus Sandsack. So, jetzt bist du dran, Amigo. Du willst Ärger, kannst du kriegen. Perfekter Block. Was ist denn dein Ziel? Blanke Eifersucht hier von ihm. Trainer, ich werde hier misshandelt. Macht man das im MMA so? Ist das... Beweg dich, komm jetzt! Ich will mich meinen Trainingspartner bewusst verletzen. Wir sind doch hier nicht beim Wrestling, was ist denn los? Stark, gute Arbeit, noch reißen. Das kostet mich jetzt auch wieder einen Haufen Geld, du Idiot! Nein! Wenn ihr den Kampf jetzt absagt, drehe ich durch. Dann drehe ich durch. Wird auch nichts nochmal neu versucht hier. Das kann doch nicht sein! Mit was für Blinzen arbeite ich hier? So, ich weiß, dass Brax Buster diesen Kampf so sehr wollte wie ich. Wir werden uns wohl noch etwas gedulden müssen. Nette Worte von ihm. Kann ich nur zurückgeben. Ich wollte diesen Kampf schon sehr lange. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber... So. Kinnstärke. Ausdauer hoch. Wollen wir mal sehen, wen wir als nächstes kriegen. Ibrahim, das ist ja ein Zufall. Gegen dich wollte ich schon lange mal boxen. So, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Fürs Zugucken, lasst eine Bewertung in den Kommentaren da. Gebt eurer Enttäuschung über den ausgefallenen Kampf Ausdruck und sagt mir, wie gehypt ihr seid für die nächste Runde gegen Ibrahim Lam. Bis dahin, der Boss hat mit der Sonnenbrille.